Mein Vagabundieren, meine Unruhe, meine Ungeduld, meine Zweifel, meine Glauben, meine Halluzinationen, meine Lieben, meine Zornausbrüche, meine Revolten, meine Widersprüche, meine Weigerung, mich einer Disziplin zu unterwerfen, und sei es meiner eigenen. Die sporadischen Besuche von Wirrwarr, meiner Schwester, der Frau mit 100 Köpfen, haben kein Klima geschaffen, das einem ruhigen, heiteren Werk günstig wäre. Wie mein Leben, so ist auch mein Werk nicht harmonisch im Sinne der klassischen Komponisten, nicht einmal im Sinne der klassischen Revolutionäre. Aufrührerisch, ungleichmäßig, widersprüchlich ist es für die Spezialisten der Kunst, der Kultur, des Benehmens, der Logik, der Moral unannehmbar. Es hat dafür die Gabe, meine Komplizen zu bezaubern. Die Dichter, die Pataphysiker und ein paar Analphabeten. I was born with a very strong feeling of need of freedom, liberty. Mm-hmm. And that means also with a very strong feeling of revolt. Revolt and revolution is not the same thing. Ich wurde mit einem starken Bedürfnis nach Freiheit geboren, nach Revolte. Revolte und Revolution ist nicht dasselbe. And you are born into a period where so many events invite you to get revolted. Aber wenn man mit diesem starken Gefühl für Freiheit in eine Zeit hineingeboren wird, in der so viele Ereignisse zur Revolte herausfordern, wenn man die Welt anschaut und mit ihr unzufrieden ist, muss man natürlich ein revolutionäres Werk schaffen. Max muss ins Heer. Feldartillerie. 4 Jahre. Was kann er tun gegen Stumpfsinn, Militärleben, Ekel und Gräuel? Heulen, fluchen, kotzen hilft nichts. Ein Versuch, sich im Kontemplativen zu verkapseln, hat wenig Erfolg. Ein paar Postkarten großer Aquarelle kommen dabei heraus. Sieg der Spindel. Kampf der Fische. Talfahrt der Tiere am Abend. On the 1st of August 1914, Max Ernst died. He was resurrected on the 11th of November 1918 as a young man who wished to find the myth of his time. Max Ernst mourut le 1er août 1914. Il fut ressuscité le 11 novembre 1918. Jeune homme, décédé à se faire mage, à trouver le mythe de son temps. Max Ernst starb am 1. August 1914. Er kehrte zum Leben zurück am 11. November 1918 als junger Mann, der ein Magier werden wollte, um den Mythos seiner Zeit zu finden. 1972, im Alter von 81 Jahren, beschäftigt sich Max Ernst noch einmal mit der Absurdität des Ersten Weltkrieges. Er illustriert die Ballade des Soldaten, einen frühen Dada-Text seines Freundes Ribemont de Seine. Il n'y a plus d'étoiles, le ciel est tout noir. Le ciel est tout noir, il n'y a plus d'étoiles. Ils sont tous sur le képi du général. Es gibt keine Sterne mehr. Der Himmel ist ganz schwarz. Es gibt keine Sterne mehr. Die hat der General auf seiner Mütze. Pourquoi vous avez choisi ce texte? C'est un des textes les plus violents et les plus poétiques en même temps. Warum mir der Text gefällt? Er ist gleichzeitig aggressiv und poetisch. Vous entendez, bestiaux? Il t'abandonne, soldat, personne. Bim, grim, slim, bim, bim. Bim, grim, slim, bim, bim. Wir hatten zusammen da in Köln die Dada-Bewegung gemacht. Bim, grim, slim, bim, bim. Dada war ein Ausbruch einer Revolte,
von Lebensfreude und Wut, war das Resultat der Absurdität der großen Schweinerei dieses blödsinnigen Krieges. Wir jungen Leute kamen wie betäubt aus dem Krieg zurück und unsere Empörung musste sich irgendwie Luft machen. Dies geschah ganz natürlich mit Angriffen auf die Grundlagen der Zivilisation, die diesen Krieg herbeigeführt hatte. Angriffen auf die Sprache, Syntax, Logik, Literatur, Malerei und so weiter. Tui, 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 bim, bam, bam, bum, bam, bam, bim, bam, bam, bum, bam, bam, bim, bam, bam, bum. Roll nicht von deiner Spule, sonst bricht dein Backsteinzopf, sonst bicken dir die Winde die Flammen aus dem Kopf, sonst fließt aus deinen Röhren der schwarze Sternenfisch und reißt mit seinen Krallen die Erstgeburt vom Tisch. Das war die erste Nachricht, die ich von Arp erhielt. Zwei Tage später war der Arp in Köln und da konnten wir zusammen wieder fröhlich an die Arbeit gehen. Ich sehe Anzeigen von Modellen aller Art. Mathematische, geometrische, anthropologische, zoologische, botanische, anatomische, mineralogische, paläontologische und so fort. Es waren Elemente von so verschiedener Natur, dass die Absurdität ihrer Ansammlung sinnverwirrend wirkte, Halluzinationen hervorrief, den dargestellten Gegenständen neue, schnell wechselnde Bedeutungen gab. Ich fühlte mein Sehvermögen plötzlich so gesteigert, dass ich die neu entstandenen Objekte auf neuem Grund erscheinen sah. Ein treuer Weggefährte und Wegbereiter für Max Ernst ist von Anfang an der Dichter Paul Éluard, der als französischer Soldat bei der Schlacht um Verdun dem Deutschen Max Ernst im Schützengraben gegenübergelegen hatte. Mit dem Besuch des 26-jährigen Paul Éluard und seiner Frau Gala, der späteren Gala Dali, bei Max Ernst in Köln, beginnt eine lebenslängliche, unzerstörbare Freundschaft. Voller Begeisterung erwirbt Paul Éluard die beiden ersten großen surrealistischen Max-Ernst-Gemälde, Elephant Celebes und Oedipus Rex, die er wie Paukenschläge empfindet. Die Bilder erregen im Pariser Freundeskreis großes Aufsehen. Seit diesem Ereignis erhielt ich regelmäßig alle zwei Monate, zumindest alle zwei Monate, einen Brief, der damit endete, mit folgender Phrase endete: Wir lassen uns den Parademarsch nicht rauben. Diese Phrase wirkte bei mir wie ein Licht, das mir in meinem Geist aufging. Ich sah besser hier von hier wegzulaufen. So habe ich mir also entschlossen, nach Paris zu gehen, denn wohin anders konnte man gehen? Ich musste sogar mit einem falschen Pass dahin überfahren. Der Éluard hat mir seinen eigenen Pass geliehen und ich bin mit dem ohne Schwierigkeiten über die Grenze gekommen und wurde in Paris von ihm empfangen. Man konnte da machen alles, was man wollte. Ich habe in Paris mit meinem falschen Pass 4 Jahre lang gelebt. Die Polizei hat mich immer in Ruhe gelassen. Das kulturelle und künstlerische Klima in Paris war von dem in Köln sehr, sehr verschieden. Natürlich, das große Publikum war gegen alles, was die Dadaisten machten. Das große Publikum war gegen alles, was von der konventionellen Kunst abwich. Unter anderem gegen alles, was mit der Collage zu tun hatte. Collage war ein gewisses Verbrechen. Das heißt, man tat der Natur Gewalt an.
Collagetechnik ist die systematische Ausbeutung des zufälligen oder künstlich provozierten Zusammentreffens von zwei oder mehr wesensfremden Realitäten auf einer augenscheinlich dazu ungeeigneten Ebene und der Funke Poesie, welcher bei der Annäherung dieser Realitäten überspringt. In seiner ersten Pariser Zeit ist Max Ernst Gast im Hause Paul und Gala Éloirs im Vorort Aubonne. Eines Tages beginnt er, die Wände des Éloirs-Hauses, in dem sich die Pariser Surrealisten öfter zu ihren spiritistischen Wahrheitsspielen treffen, mit fantastischen, traumhaften Figuren zu bemalen. Die Éloirs-Tochter Cécile erinnert sich 50 Jahre später an diese Zeit. Ich war damals 7 oder 8 Jahre alt. Meine Mutter sagte immer, geh und spiel im Garten. Schließlich hasste ich den Garten. Ich hasste alles. Das Haus in Aubonne war für mich ein Albtraum. Außen war das Haus ganz normal. Doch das Innere, die Wände, sogar die Türen waren mit seltsamen Figuren bemalt. Diese Bilder ängstigten mich damals wirklich sehr. Mein Vater hatte das Haus 1932 verkauft, nachdem meine Mutter Gala zu Salvador Dali gezogen war. Als ich das Haus fast 50 Jahre später besuchte, waren die vergessenen Max Ernst Malereien seit vielen Jahren unter Farben und Tapeten versteckt. Ein rahmensprengender Angriff auf die traditionelle Ästhetik der europäischen Malerei ist ein Reliefbild, das Max Ernst als vorläufig letzte Konsequenz der Collagen bezeichnet. Zwei Kinder werden von einer Nachtigall bedroht.
Eine Mischung von Spielzeugladen und surrealistischer Traumatmosphäre. Hier muss ich etwas einflechten. Ich hatte immer in meinem Leben einen gewissen Jungfräulichkeitskomplex vor weißen Leinwänden. Wenn ich mich vor eine weiße Leinwand hinsetzte, um darauf etwas anzufangen, etwas zu malen, so war es mir einfach nicht möglich, den ersten Klecks dahin aufzubringen. Ich musste irgendein Mittel finden, das zu überwinden. Und das fand ich damals, 1925, an einem Regentag, allein in einem kleinen Gasthof am Meeresstrand. Ich starre auf den hölzernen, von vielem Schrubben ausgewaschenen Fußboden und bemerke, dass die Maserungen sich in Bewegung setzen, etwa wie die Linien auf dem imitierten Mahagonibrett meiner Kindheit. Wie damals, bei meinen Visionen im Halbschlaf, werden die Linien zu flüssigen, wechselnden Bildern. Um die Meditation zu unterstützen, nehme ich von den Brettern eine Reihe von Zeichnungen ab. Wahllos lasse ich Papierstücke auf den Flur fallen und reibe dann mit schwarzem Bleistift darüber. Ich bin überrascht durch die plötzliche Steigerung meiner visionären Fähigkeiten. Auf dieselbe Art versuche ich, alle möglichen Materialien zu befragen. Blätter mit ihren Rippen, die zerfaserten Kanten von Sackleinwand und so fort. Derart gewonnene Zeichnungen, sie sind jenseits von Malerei, verloren dank einer Folge von Transmutationen bei ihrem Entstehen den Charakter des verwendeten Materials. Sie nahmen das Aussehen unglaublich genauer Zeichen an. So entstand eine neuartige Naturgeschichte. C'est une forêt et comme presque tout ce que je fais devient automatiquement forêt. Das ist ein Wald. Fast alles, was ich mache, wird automatisch ein Wald. Aber das ist noch nicht das ganze Geheimnis der Frottage. Das geht noch sehr viel weiter. Seulement, ce n'est pas le secret complet, n'est-ce pas, du frottage. Ça va beaucoup plus loin. Ist zwar naturell Naturgeschichte. Diese Naturgeschichte war für mich tatsächlich die richtige Weise, wie man heute, das heißt im 20. Jahrhundert, mit der Natur verkehren kann. Diese Weise, mit der Natur zu verkehren, war natürlich schon vorbereitet durch die ganze deutsche Romantik. Novalis, Achim von Arnim, Brentano und so weiter. Die hatten ein Naturgefühl, nicht wahr, das über alles, was vorher als Naturgefühl betrachtet worden war, weit hinausging und in welchem die Einbildungskraft eine große Rolle spielte. Was ist ein Wald? Gemischte Gefühle, als ich zum ersten Mal einen Wald betrat. Entzücken und Bedrückung. Und das, was die Romantiker Naturgefühl getauft haben. Die wunderbare Lust, frei zu atmen im offenen Raum, doch gleichzeitig die Beklemmung, ringsum von feindlichen Bäumen eingekerkert zu sein, draußen und drinnen zugleich, frei und gefangen. Wer soll das Rätsel lösen?
Die Wälder fressen den Horizont. Sie bemächtigen sich der Sonne, von der oft nur ein seiner Strahlen beraubter Ring übrig bleibt. Les forêts dévorent l'horizon. Elles s'emparent du soleil, duquel parfois ne reste qu'un anneau privé de ses rayons. Forests swallow the horizon. They take over the sun, leaving sometimes nothing but an aureole without rays. Das war dann der Anfang von einer neuen Serie von Bildern und Themen, die in meinem Werk auftauchten. Eines dieser Themen ist das Vogelthema. Das Vogelthema war mir schon seit meiner Kindheit irgendwie in Erinnerung geblieben, und zwar speziell nach einem Ereignis, das mich damals sehr betroffen hatte. Ich hatte nämlich, als ich ein kleiner Knabe war, einen Papagei, den ich sehr liebte und der mich sehr liebte. Er kam immer, wenn er irgendetwas von mir wollte, auf meine Schulter und zupfte mich am Ohr und wusste genau, mir auszudrücken, was er wollte. Eines Morgens fand ich diesen Papagei tot in seinem Käfig. Und gleichzeitig kam mein Vater und erzählte mir, dass eine kleine Schwester geboren war. Und damals war ich noch so verworren in meinem Gehirn, dass ich diese Dinge natürlich miteinander verband. Und der Eindruck, den mir das gelassen hat, ist fast nie verschwunden. Natürlich wusste ich genau, dass meine Schwester nicht an dem Tod dieses Papageis schuldig war. Doch kam da in meinem Gehirn irgendetwas zutage, was vielleicht nie anders wie zutage gekommen wäre. Nämlich eine gewisse Verwechslung von Dingen und Wesen in der Natur, die an sich wenig mit zusammen zu tun haben, die jedoch durch eine gewisse poetische Verknüpfung immer wieder zurückkamen, auf alle Fälle in meinem kleinen Gehirn, in meinem Vogelgehirn. Damals fing ich also an, dieses Vogelthema auszubeuten und kam dann schließlich zu einem Resultat in einem Bild, das hieß das Vogeldenkmal.1927 heiratet Max Ernst Marie Berthe Orange, die als illegitimer Nachkomme Ludwig des 16. in dem Glauben erzogen wurde, sie werde einmal die Krone von Frankreich tragen. Von seinen Surrealistenfreunden wird Max Ernst deshalb eine Zeit lang als Kronprinz, als Thronanwärter von Frankreich gefeiert. Hin und wieder tritt er in experimentellen Filmen seiner Freunde auf. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne tirons pas sur une chaise qui vient des galeries Barbet. Quelle honte! Je suis déshonoré à jamais! 1929 übernimmt Max Ernst auf Wunsch des spanischen Filmregisseurs Luis Buñuel eine Rolle in dem berühmten Skandalfilm L'Âge d'Or, das goldene Zeitalter. Non, on n'a rien vu. Y a-t-il du nouveau, oui ou non? Oui, oui, les Mallorquins sont déjà là. Vite, aux armes!
Ich sehe Barbaren mit Blick nach Westen. Barbaren aus dem Wald hervorkommen. Barbaren nach Westen ziehen. Sie haben zu lange im Wald geschlafen. Da war das erste bedrohliche Ereignis 1933, die Übernahme der Macht in Deutschland durch den weltbekannten Herrn Ex-Maler Adolf Hitler. Ich erinnere mich, dass ich 1934, als ich in Zürich einer Versammlung von Künstlern beigewohnt habe, welche das Problem stellten, darf ein Maler heute noch malen? Oder muss er sich einfach der Propaganda überlassen? Ich sehe gefräßige Gärten, ihrerseits verschlungen von einer Vegetation, die aus den Trümmern eingefangener Flugzeuge entspringt. Je vois des jardins voraces, dévorés par une végétation de débris d'avion. I see ravenous gardens, themselves devoured by vegetation growing out of wrecked planes. I saw the nymph Echo. J'ai vu la nymphe Echo. Mit eigenen Augen sah ich die Nymphe Echo. In diesem Arbeiten zittern die ungereimten und irrationalen Eigenschaften, die man im Allgemeinen Träumen zuschreibt. Obwohl die Künstler wissen, dass sie der ursprüngliche Atem der Wirklichkeit sind. I saw with my eyes the colors and outlines of things receding, and I felt a calm and ferocious joy. De mes yeux, j'ai vu reculer les apparences des choses, et j'en ai éprouvé une joie calme et féroce. Der spanische Bürgerkrieg. Das gab mir den Schock. Da war also ganz zweifellos eine Drohung eines zukünftigen Weltkrieges. Ich hatte damals in Madrid eine Ausstellung von Collagen des Mendebonté. Und ich dachte mir natürlich, die Sachen sind verloren. Aber während der Bombardierung von Madrid sind diese Sachen noch gerettet worden. Ich habe das großartig gefunden, dass die dafür noch Zeit hatten, als die Bomben über Madrid fielen. Fast das einzige Bild, das ich nach der Niederlage der Republikaner in Spanien hergestellt habe, war der Hausengel. Das ist natürlich ein sehr ironischer Titel für eine Art Trampeltier, der alles, was ihm in den Weg kommt, einfach zerstört und vernichtet. Das war mein damaliger Eindruck von dem, was in der Welt wohl vor sich gehen würde. Und ich hatte vielleicht damit auch recht behalten. Look what is going on in the world right now, in the last 20 years anyhow. Who made world history? Not the most reasonable people, the madmen did. Yes. Was ist in den letzten 20 Jahren nicht alles passiert? Nicht die vernünftigsten Menschen haben Weltgeschichte gemacht, sondern die Wahnsinnigen. Wenn die Malerei ein Spiegel der Zeit ist, muss sie wahnsinnig sein.
In der verhängnisvollen Schandausstellung Entartete Kunst zeigen die Nationalsozialisten 1937 unter der Rubrik Verhöhnung der deutschen Frau ein Max-Ernst-Gemälde von 1923. Die Erschaffung der Eva oder Die schöne Gärtnerin. Das Bild ist seitdem verschollen. No, we are met in a very different way. Yes, oh. I suppose. Exactly that, the opposite. That is the great difference, yeah. Isn't it? Yeah. To one madness we oppose another madness. Yes. Wir setzen der Verrücktheit eine andere Verrücktheit entgegen. Wir bilden uns nicht ein, mit unserer Verrücktheit diese Leute heilen oder ändern zu können. Der Künstler ist jemand, der etwas feststellt. Keeping from doing what they are doing. But is only, you know, an artist is only somebody who makes a statement. Die letzte große gemeinsame Surrealistenausstellung vor dem Zweiten Weltkrieg findet im Januar 1938 in Paris in der Galerie des Beaux-Arts statt. Marcel Duchamp hatte die Idee, die Galerie zu verdunkeln. Sie musste ganz mit gebrauchten Kohlesäcken ausgehängt werden, sodass die Ausstellung im Finstern stattfand. Jeder Besucher musste eine Taschenlampe mitbringen, um überhaupt etwas sehen zu können. Von einer Schallplatte wurden Dschungelgeräusche und Schreie von Pavianen eingespielt. Der Boden war mit faulenden Blättern übersät. Breton und Éluard, gemeinsam verantwortlich für die Organisation, verkrachten sich nach dieser Ausstellung. Max Ernst hält zu seinem Freund Paul Éluard und wird deshalb aus der Surrealistengruppe ausgestoßen. Von einer Londoner Ausstellung kehrt Max Ernst mit einer neuen Gefährtin nach Paris zurück. Mit der jungen englischen Malerin Leonora Carrington. Nach offizieller Trennung von der Surrealistengruppe um André Breton zieht er mit Leonora in die Nähe Avignons, nach Saint-Martin, ins Ardèche-Tal. Auf einer Anhöhe kann er günstig ein altes Bauernhaus kaufen. Um die verlassene Ruine bewohnbar zu machen, braucht er mehr als ein Jahr. Als die gröbsten Bauarbeiten abgeschlossen sind, bekommt er Lust, das Haus mit Zementreliefs zu schmücken. Die Bewohner der Umgebung sind von dem merkwürdigen Künstlerpaar und den bedrohlichen Kreaturen an den Wänden beunruhigt. Thank you.
erzählt, dass ich 1939 noch malen konnte. Das hieß ein wenig Ruhe. Das war ein großer Wald, der von Vögeln und allen möglichen Tieren bevölkert war. In diesem Bild war eine Drohung sehr, sehr sichtbar, die der Welt damals auferlegt war. Der Name des Bildes, ein wenig Ruhe, der Akzent ist auf wenig, denn es waren nur ein paar Momente übrig, um neue Entschlüsse zu fassen. Die Ruhe war aus. Bei Beginn des Zweiten Weltkrieges wird Max Ernst als Angehöriger des Deutschen Reiches interniert. Zunächst im Gefängnis in L'Argentière, dann in Les Milles bei Aix-en-Provence in einer ehemaligen Ziegelei. Der Kommandant gab mir Ausgang unter der Bedingung, ihm ein Erinnerungsbild vom Lager zu malen. Meine Freundin holte schnell Farben und Leinwände. Als er was sehen wollte, zeigte ich ihm ein kleines Bild, das schon vorher fertig war. Wir haben kein Recht, solche Bilder zu malen. Um den Freund zu befreien, macht Paul Éluard eine Eingabe beim Präsidenten Albert Sarraut. Herr Präsident, da Sie immer die Kunst und die Künstler geliebt und gefördert haben, wage ich es, mich direkt an Sie zu wenden. Ein Maler, der die größte Bewunderung verdient, Max Ernst, ist seit Anfang des Krieges in Südfrankreich interniert. Er ist 50 Jahre alt. Er ist ein einfacher, ehrlicher Mensch und er ist mein bester Freund. Er war der erste deutsche Maler, der in einem französischen Salon ausstellte. Er besitzt in Saint-Martin-d'Ardèche ein kleines Haus, das er selbst erbaut und dekoriert hat. Man sollte ihn zurückkehren lassen. Ich bitte Sie um Ihr Wohlwollen. Pour la Noël, j'étais relâché. Alors j'ai passé après quelques temps à Saint-Martin. Weihnachten wurde ich entlassen. Ich verbrachte einige Zeit in Saint-Martin-d'Ardèche und begann wieder zu arbeiten. Leonora war auch da. Leonora était là aussi. Alors on a passé assez bon temps là. Es ging uns ganz gut, bis sie mich plötzlich in ein anderes Lager steckten, weil ich verdächtig war. Ein Taubstummer aus dem Dorf hatte mich angezeigt, ich hätte dem Feind Lichtsignale gegeben. Als die Nazis bis Andons gekommen waren, drohte die Gefahr, einfach an die Wand gestellt zu werden. So kam es denn, dass ich nach ein paar Monaten Konzentrationslager als feindlicher Ausländer in dem von mir so beliebten Vaterland Frankreich, zweitem Vaterland, das ich ausgesucht hatte, musste ich wieder westwärts fliehen. Immer westwärts. Nur im Westen gibt's Neues. Die amerikanische Millionenerbin Peggy Guggenheim erinnert sich in ihren Bekenntnissen einer Kunstbesessenen. Ich fuhr mit Victor Brauner zur Villa Herbel nach Marseille, wo Varian Fry mit den Leuten des Emergency Rescue Committee untergebracht war. Dort trafen sich antifaschistische Künstler und Wissenschaftler, die vor den anrückenden Nazitruppen nach Amerika fliehen wollten und von dort Hilfe erwarteten. Max war in mehreren Konzentrationslagern gewesen und sah jetzt viel älter aus. Das Museum of Modern Art in New York versuchte, ihn nach Amerika zu holen, aber weder Dokumente noch Geld trafen ein und die Situation wurde für ihn immer bedrohlicher. Max hatte einige seiner Bilder draußen im Freien in alten Bäumen zum Versteigern aufgehängt. Ich glaube, er war etwas verstimmt,
weil ich seine früheren Arbeiten viel aufregender fand und lieber gekauft hätte, während ich zu den neueren, ehrlich gesagt, noch nicht den richtigen Zugang hatte. Wir kamen schließlich dennoch zu einer Vereinbarung, nach der ich Max $2000 zahlte, abzüglich der Summe, die er mir bereits schuldete, wofür ich eine Menge von Bildern bekam. Anfangs war meine Affäre mit Max wohl nur ein Abenteuer gewesen, doch sollte ich bald merken, wie tief ich mich mit ihm verbunden fühlte. Bei der Ankunft in New York stürzten sich die Pressereporter auf uns. Gerade als Max seinen Sohn Jimmy begrüßen wollte, der bereits seit 4 Jahren in Amerika lebte, wurde er von Beamten weggerissen. Der Schnappschuss von dieser Szene war sehr bezeichnend für die Absurdität der Situation und ging durch die gesamte Presse. Der arme Max hatte immer noch seinen deutschen Pass. Es war den Einwanderungsbehörden strikt untersagt, einen Deutschen ohne Verhör in die USA einreisen zu lassen. Ich bot Kaution an, konnte aber nichts bewirken. Ich war halb von Sinnen und hatte Angst, man würde ihn wieder nach Europa zurückschicken. Ich versuchte, verschiedene Beziehungen spielen zu lassen, aber es half alles nichts. 3 Tage wurde Max auf der Insel Ellis Island festgehalten. Am 3. Tag kam Max' Sohn Jimmy mit einem Empfehlungsschreiben des Museum of Modern Art und ich wusste, dass Max gerettet war, als Jimmy in den Zeugenstand gerufen wurde. Max war endlich frei. Max Ernsts Sohn Jimmy erinnert sich in seinem Buch nicht gerade an Stillleben. Als auch Leonora Carrington, per Schiff mit vielen Max-Ernst-Bildern im Gepäck, in New York eintraf, überredete die ängstlich, eifersüchtig und unsicher gewordene Peggy Guggenheim meinen Vater Max und mich, mit ihr und ihrer 16-jährigen Tochter Begin an die Westküste ins sonnige Kalifornien überzusiedeln. Nach einem extrem ungemütlichen Flug über den gesamten amerikanischen Kontinent landeten wir total groggy in San Francisco. Wir residierten in den besten Hotels. Peggy bestellte das neueste Luxus-Cabrio mit Schaltautomatik. Stundenlang hatten Max und ich aus einem Leitfaden für Fahrschüler für die Prüfung gepaukt. Max fühlte sich nach der bestandenen Fahrprüfung so stark, dass er das Steuer nicht mehr aus der Hand gab. Mehrere Wochen lang zogen wir fast täglich zu Expeditionen entlang der Küste aus. Auf der Suche nach einem Ernst-Guggenheim-Domizil und Museum. Charles Lawtons Residenz in Pacific Palisades wäre zu kaufen gewesen. Ein ganzes Canyon mit Blick auf die Malibu Beach, einschließlich des Rohbaus für ein 60-Zimmer-Schloss, den eine inzwischen verstorbene Stummfilmkönigin begonnen hatte, sollte $40.000 kosten. Ein Gegenangebot Peggys von etwa der Hälfte dieser Summe blieb erfolglos. Wir zogen auch eine Kegelbahn, 2 Kirchengebäude und das originelle Heim von Ramon Navarro, das wie eine Möglichkeit für die Kunstsammlung aussah, in Betracht. Peggy schickte mich als Kundschafter nach Los Angeles hinunter, um die kalifornischen Heiratsprozeduren zu erfragen. Schließlich entschied sich Peggy. Kalifornien sei offensichtlich nicht der richtige Platz für ihr Museum. Max rollte erleichtert die Augen gen Himmel. Und wir begannen mit der transkontinentalen Heimreise quer durch die Staaten bis nach New York. Eines Tages stiegen wir aus dem Wagen, um eine Klapperschlange zu beobachten, die kurz vor Flagstaff, Arizona, die Straße überquerte. Als Max sich umsah, wurde er sichtbar bleich. Er starrte auf genau dieselbe fantastische Landschaft, die er in Ardèche, Frankreich, vor gar nicht langer Zeit wiederholt gemalt hatte, ohne zu ahnen, dass es sie wirklich gab. Dieser eine Blick sollte die Zukunft seines Lebens in Amerika verändern. Am Grand Canyon entdeckte Max einen Laden mit herrlichen alten indianischen Kachina-Puppen. Sehr zum Verdruss von Peggy Guggenheim
kaufte Max fast alle Hopi-Kachinas für $5 das Stück und $7 für die größeren Suni-Puppen. Anschließend fuhren wir über Gallup und Albuquerque nach Santa Fe. Max wollte unbedingt ins Indianerreservat fahren, um Hopi-Tänze anzuschauen. Das sei eigentlich der Hauptgrund für ihn gewesen, die Reise in den amerikanischen Westen überhaupt anzutreten. Aber Peggy wollte, sehr zum Ärger von Max, auf keinen Fall die zusätzlichen Strapazen eines Umweges von mehreren hundert Meilen auf sich nehmen. In New York waren wir lange auf der Suche nach einem Domizil für meine Sammlung. Schließlich entdeckten wir ein traumhaftes Haus am Beekman Place mit Blick auf den East River. Es schien uns geradezu ideal für ein Museum, wenn es auch vom Zentrum etwas abgelegen war. Leider wurde ein Strich durch unsere Pläne gemacht, denn man gestattete uns nicht, in diesem Viertel ein Museum zu eröffnen. Es blieb uns daher nichts anderes übrig, als das Haus zu unserem Wohnsitz zu machen, denn wir hätten es um keinen Preis wieder aufgeben mögen. Wenn Max eines seiner Bilder verkaufen konnte, steckte er das ganze Geld in seine Sammlung exotischer Plastiken. Wir hatten so gut wie keine Möbel und die Atmosphäre im ganzen Haus wurde stark von den vielen indianischen Masken und Totempfählen bestimmt. Immer wieder kamen Leute, die ihn ehrfürchtig wie einen großen Meister behandelten, was er sich gerne gefallen ließ. Max hatte einen enormen Stuhl gekauft, der über 10 Fuß hoch war. Er saß darauf, als wäre er sein Thron, und niemand sonst durfte ihn benutzen, außer meine Tochter Pegin manchmal. Nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor stellte sich wieder die Frage nach unserer Heirat. Es ging einfach nicht länger an, mit einem feindlichen Ausländer in wilder Ehe zu leben, und ich bestand darauf, dass wir unser Verhältnis endlich legalisierten. Bald nach unserer Hochzeit veranstalteten wir in unserem Haus am Beacon Place eine große Party. Auch Lenora Carrington kam und sah bezaubernd aus. Wenigstens einmal hatte sie sich vorteilhaft angezogen. Max zeigte einige neue Gemälde. Eines davon nannte er Napoleon in der Wildnis. Die Hintergründe dieser Bilder glichen der öden, steinigen Landschaft von Arizona oder den fauligen Sümpfen von Louisiana. Das Auge des Schweigens. Totem und Tabu. Europa nach dem Regen. Die Frauengestalten auf diesen Bildern sahen immer noch aus wie Lenora. Ich war eifersüchtig, weil er nicht auch mich malte. Ja, ich war darüber sogar ziemlich unglücklich und hielt es für einen Beweis dafür, dass er mich nicht wirklich liebte. Bei allen Geselligkeiten, ja sogar bei den Mahlzeiten in dem prachtvollen dreistöckigen Penthouse, dem sogenannten Triplex, brachte er Besuch mit, dem er seine Gemälde oder die Sammlung zeigen wollte. Und der Besuch war gewöhnlich jung, attraktiv und weiblich. Einmal schotten am selben Nachmittag zufällig der Dichter William Sorin und die Königin des Striptease in New York, Gypsy Lee Rose, herein. Max verzog sich bald mit der berühmten Schönheitstänzerin in sein Atelier in der obersten Etage und begann, ihr Porträt zu malen. Später wollte Peggy Guggenheim ihr unbedingt eine angemessene Rechnung für das Bild schicken. Aber ich muss ihr erklären, dass mein Vater Gypsy Lee Rose das Bild geschenkt hatte. Nein, ich konnte nicht sagen, wie und ob sie in dieser Form dafür bezahlt hat. Ich musste also wieder von neuem anfangen, fand aber meine alten Freunde dort wieder, nicht nur alte Freunde, auch junge, sehr versprechende Künstler. Wie zum Beispiel Motherwell, Basiotis,
Pollock und andere. Ich habe damals sogar Gelegenheit gehabt, einem von diesen Künstlern eine kleine Lehre zu geben, indem ich ihm zeigte, wie man Bilder sehr leicht herstellen kann, nämlich indem man einen Topf mit Farbe anfüllt, eine Blechkanne mit Farbe anfüllt und da unten ein Loch hineinmacht und sie dann mit drei Fäden befestigt und schwingen lässt und da auf der Leinwand sehr überraschende Linien hervorzaubern kann. Das war natürlich nicht nur eine Laune von mir, es entsprach einer gewissen Idee, die ich von der Zeichnung überhaupt hatte. Ich wusste, dass zum Beispiel in Japan die Schüler in den Kunstschulen zunächst gelehrt wurden, mit der Hand zu zeichnen. Und sie machten alles mit der Hand. Dann kam der Ellbogen hinzu, sie machten mit der Hand und Ellbogen. Später kam Ellbogen und Schulter. Die Japaner sind, soviel ich weiß, nie über das hinausgegangen. Aber was ich diesem Künstler zeigte damals, das ging darüber hinaus, nämlich der ganze Körper konnte damit mitschwingen, konnte dabei tun, was er wollte, konnte sich seinen Emotionen überlassen. Und man kann sagen, ich glaube, ich habe das Recht zu sagen, dass aus dieser Lehre, die ich diesem jungen Maler gegeben habe, eine gewisse Kunstrichtung entstanden ist, die man jetzt Action Painting nennt. Zur gleichen Zeit, als ich für meine Sammlung die große Ausstellung Art of the Century vorbereitete, kam Elsa Schiaparelli auf die Idee, in New York neben ihren Modeschauen auch noch eine spektakuläre Surrealistenschau zu arrangieren. Ich schickte sie zu Breton. Und Max und Marcel Duchamp halfen ihr, eine ziemlich große Ausstellung zusammenzubringen. Das Plakat malte Max. Marcel Duchamp hatte den Einfall, die gesamten Ausstellungsräume mit Seilen zu verspannen, was insgesamt sehr effektvoll aussah. Das zentrale Bild war von Max und hieß »Der Surrealismus und die Malerei«. Bei der Vernissage war ich sehr wütend und habe eine Szene gemacht. Bei allen Bildern waren die Namen der Leihgeber angebracht, nur bei den Bildern, die ich geliehen hatte, nicht. Nach langem Suchen hatte Peggy Guggenheim endlich einen geeigneten Platz für ihre Sammlung gefunden. Ein Dachgeschoss in der 57. Straße, 130 West. André Breton und Howard Putzel hatten Peggy davon überzeugt, dass Frederick Kiesler der ideale Mann für die räumliche Einrichtung ihres Galeriemuseums wäre. Seine Pläne für das Projekt waren wirklich atemberaubend. Bis 2 Tage vor der Eröffnung ließ ich nicht einmal Max in meine Galerie. Zuerst schimpfte er, weil alle Rahmen von seinen Bildern abgenommen worden waren. Als er aber sah, wie gut alle anderen Bilder in dieser rahmenlosen Präsentation wirkten, gab er sich zufrieden. In der surrealistischen Abteilung der Galerie verliefen die Wände unregelmäßig geschwungen und waren aus Eukalyptus. Die Gemälde waren auf Baseballschlägern montiert, so dass sie beliebig geneigt werden konnten. Sie schienen vor der gebogenen Wand zu schweben.
Auf jedes Bild war ein Spotlight gerichtet und zur Schockierung der Besucher gingen die Lichter an und aus. Abwechselnd wurde jeweils nur ein Teil der Bilder beleuchtet, während der andere Teil im Dunkeln lag. Die Ausstellung erregte ungeheures Aufsehen in der Öffentlichkeit und in allen Zeitungen erschienen Fotos von dem Ereignis. Max hatte immerhin 14 Bilder in der Ausstellung, mehr als jeder andere Künstler. Das kam natürlich dadurch, dass ich sie alle besaß. Bei der Eröffnung sah Max übrigens sehr gelöst und zufrieden aus. Ein unvergessliches Ereignis war 1942 eine stundenlange Fotositzung von New Yorks Künstlern im Exil. Das Ergebnis war eine oft veröffentlichte Versammlung von Meistern des 20. Jahrhunderts, abgelichtet wie auf dem üblichen Erinnerungsfoto einer Abiturklasse. Feindseligkeiten lagen in der Luft. Die Gesichter blickten düster und der eigenen Bedeutung bewusst, ausgenommen des meines Vaters, des Klassenclowns, vorn in der Mitte, Max Ernst, der ironisch lächelte, als mache er sich über die ganze Bande lustig. Rechts neben ihm Tanguy, links von ihm Chagall und Léger. Weiterhin aufgereiht waren Matta, Breton, Satkin, Masson, Ozenfant, Tchelitschew, Lipschitz, Seligmann, Berman und Mondrian. Marcel Duchamp war nur als amüsierter Beobachter da, weil ich aufgehört habe, Künstler zu sein und hierzu noch Schach spiele. Er flüsterte mir zu, was die Einzelnen voneinander dachten. Léger, ein Proletarier, dass ich nicht lache, der ist doch nichts anderes als ein kleinbürgerlicher Pferdemetzger. Chagall würde seine Großmutter mit himmelblauer Farbe übergießen, wenn er sie für Dollars verkaufen könnte. Leider war ich damals nicht so vertraut mit allen Opfern des Gespötts. Aber ich war doch ein bisschen verstört, weil die Künstler, zu denen ich aufzublicken allen Grund hatte, sich vor einer Fotokamera wie Hollywood-Sternchen aufführten. 1946 hatte eine Hollywood-Filmfirma berühmte amerikanische und europäische Maler zu einem Wettbewerb eingeladen mit dem Thema Versuchung des heiligen Antonius. Max Ernst beschreibt seinen Beitrag. Ausgestreckt über das düstere Gewässer seiner dunklen, kranken Seele schreit der heilige Antonius nach Hilfe und Licht. Als Antwort erhält er das Echo seiner Angst, das Gelächter der Ungeheuer, der Geschöpfe seiner eigenen Vision. Die Jury, die aus Marcel Duchamp, Sidney Janis und dem Direktor des Museums of Modern Art, Alfred Barr, bestand, begründete die Vergabe des ersten Preises an Max Ernst. Das Max-Ernst-Gemälde zeigt einen heiligen Antonius in den Klauen von äußerst subjektivem Schmerz. Gehörnt und gepanzert, eine abstoßende Kreuzung von Tier, Vogel, Reptil und Mensch, stürzt sich raubvogelartig mit abnormer, rachsüchtiger, wollüstiger Gier auf ihn. Erst wenn man dem hypnotischen Bann irgendwie ausgewichen ist, entdeckt man in der perspektivischen Mitte des Bildes die Darstellung heiliger und weltlicher Liebe. Die üppige Gestalt einer irdischen Verführerin und hoch oben auf einem Sockel die Gestalt verklärter Weiblichkeit. Aus der Sicht des überzeugten Surrealisten steht dieses Gemälde in der großen Tradition der deutschen Kunst des Mittelalters, aber als durch und durch zeitgenössische Variante. Ich lernte dann in Amerika, das heißt in New York, eine junge Frau kennen, die Malerin Dorothea Tanning, und die wurde sehr bald meine Frau. Es war um die Weihnachtszeit 1942, als Max an meiner Tür klingelte. Er war für die Peggy Guggenheim Galerie auf der Suche nach Bildern für eine Ausstellung, die den Titel 30 malende Frauen tragen sollte. Mein Selbstporträt stand auf der Staffelei, noch nicht ganz fertig. Er betrachtete das Bild sehr interessiert. Wie soll es denn heißen, fragte er. Offen gesagt, ich habe noch keinen Titel. Nennen wir es doch Birthday, Geburtstag. Einfach so. Er kam, um zu bleiben. Dass wir beide Maler waren, Visionäre, schien mir damals nichts anderes als der glücklichste aller Zufälle. Es war so unglaublich, dass ich mir sagte, ja, und wenn es nur 3 Wochen dauert, ist es doch gut so. Wieso bleiben Künstler in der Großstadt? Müssen sie mit Sammlern zusammenhocken, zu Vernissagen gehen, auf den Triften der Upper East und der West Side Bildungsgewäsch anhören, um gute Bilder oder gute Objekte, irgendetwas Gutes zu schaffen?
Nein, wir machen es anders. 1946 gingen wir, Max und ich, zum zweiten Mal auf eine weite Reise. Diesmal nahmen wir alles mit. Leinwandrollen, Keilrahmen, Farben und den Totempfahl, die Kachina-Puppen, die Bilder. Wir wollten zurückkehren nach Sedona, Arizona. Wir hatten schon einmal den Sommer dort verbracht. Doch diese Landschaft ließ sich nicht einfach abhaken und vergessen, wenn der Sommer vorbei war. Diesmal wollten wir bleiben und ein Häuschen bauen. So beschlossen wir, in ein Land zu ziehen, das ich schon unterwegs kennengelernt hatte, nach Arizona. Da fand ich die alte Landschaft wieder, die mir immer vorgeschwebt hatte, die auch in meinen Bildern immer wieder zu finden sind. Ich behaupte nicht etwa, dass das eine billige prophetische Gabe von mir war. Es war nur der Zufall, dass die Landschaft da war, dass meine Bilder auch da waren, bevor ich diese Landschaften gesehen hatte. Das kann man den Azar objektiv, den objektiven Zufall nennen. So hat es auf alle Fälle Breton erklärt. Dort führten wir ein wunderbares Leben. Es war einfach zu herrlich, nicht wahr? Man kann es einfach nicht beschreiben. Das Klima war wundervoll. Die Leute, die man dort antraf, waren also von den Sophistiqué-Leuten in New York so verschieden. Hi, Max. Nice to see you. Sie waren einfach herrlich. Cowboys oder Künstler, die, wie ich, sich dahin zurückgezogen hatten. Sedona ist der andere Weg. Und es sind unvergleichliche Jahre. Wir kochen im Freien auf Steinen, auf kümmerlichen Holzfeuerchen. Ja, wir bauen das Haus aus Holz, denn es gibt hier oben kein Wasser. Im Sägewerk des Holzhändlers stand Max und wählte unter verzogenen, knotigen Brettern billiges, viel zu frisches grünes Holz. 2x4. Wir spielten Haus. Welche Schwierigkeiten, bis wir richtige Fenster hatten, die sich öffneten und schlossen, damit er endlich in seinem Stuhl sitzen konnte, dass er ein Lieblingsbuch aufschlagen und lesen konnte, als sei nichts geschehen, als sei nichts vergeudet worden, nichts verloren. Er hatte einfach Raum und Zeit überbrückt. Wir verjagen die Tiere von unseren 5 Tomatenpflanzen. Wir behaupten uns in plötzlichen Feindseligkeiten mit Skorpionen, Echsen, Tausendfüßlern, Taranteln, schwarzen Witwen und einer Schlange im Besenschrank. Als schließlich Elektrizität erblüht, jubilieren wir. Unser Grammophon spielt Strawinsky. 78er-Platten, sehr laut. Thank you.
Nicht immer breitete die Natur die Arme aus. Eine ganze Woche lang konnte roter Wind wehen und an unserem Holzhaus zerren, uns drinnen halten. Dann wieder hörte man an diesem Ort der scharfen Kontraste nachmittags keinen Laut außer dem Summen der Hitze. Es war so intensiv, so allgegenwärtig, so uralt, dass wir, die Eindringlinge, uns ebenfalls still und eigenartig behutsam bewegten, als wären wir in Gefahr. Erfrischung bot unten im Tal das sprudelnde Wasser des Oak Creek, das von den indianischen Ureinwohnern als heilig verehrte Wasser des Eichenbaches. Halb fünf oder fünf Uhr tauchte die Sonne hinter unserem Hügel und in einer halben Stunde fiel die Temperatur um 20 Grad. Kristallklare Luft in versenkte Lungen gesogen und die Energie schlug Purzelbaum. Man klopfte, drückte, schabte, zerrte, wischte. Kunstmachen ist keine lautlose Angelegenheit. Ein bleibender Eindruck jener Zeit ist Max mit dem Hammer in der Hand beim Nageln von Lattenverschlägen für die Bilder. Sie ist ein verletzliches Gut, die bemalte Leinwand. Wie behutsam muss sie eingepasst und verpackt werden, damit nichts ihre Haut berührt. Dieses hilflose Baby, aus Geist und Geste geboren. Zwischen New York City und Sedona, Arizona, liegt der größte Teil der USA. 2500 Meilen bezwang unser alter Ford 8 Mal in 12 Jahren. Jedes Mal trug der zweirädrige Anhänger eine Ladung Bilder unter der Persenning. Jedes Mal, denn die schönen, glücklosen Bilder fuhren meist auf beiden Strecken mit. Hin und zurück, höchstens mal ein oder zwei Bilder weniger. Es war ein großer Tag, als das Wasser unter dem Hügel heraufgeholt wurde. Nun brauchten wir nur noch den Hahn aufzudrehen, sodass Max am nächsten Tag mit einem Monument für unseren Steinbockhügel beginnen konnte, einem König und einer Königin aus Zement und altem Eisen. Fürstliche Wächter für unser Haus. Wie anders konnte er es nennen als Capricorn? Steinbock. Weil jetzt Strom und Wasser flossen, erlebte unser selbstgebautes Zweizimmerhäuschen eine Metamorphose. Die kleine Hütte aus braunen Brettern und Teerpappendach verwandelte Max mit eigenen Händen Stein für Stein in ein solides Maleratelier.
Max wollte endlich die geheimnisumwitterten rituellen Hopi-Tänze sehen, die zu unbestimmten Zeiten abwechselnd auf dem Tafelbergen stattfanden, dem First, Second oder Third Mesa. Au pied de la Mesa, la première chose qu'on a vu, c'était une église. Das erste, was wir sahen, war eine Kirche. Ein Priester kam aus der Kirche, der schlecht gelaunt war, weil nur ein einziger von seinem Stamm abkommandierter Indianer zur Messe da war. L'église s'ouvre, il en sort un prêtre catholique. Der Priester verschwand ganz schnell und wir fragten den Indianer, ob sie Christen seien. Ils dansent avec des masques. Nous sommes catholiques. Nous dansons sans masque. Der Indianer antwortete, nein, wir hier sind Katholiken. Die Sunnis da drüben, die sind Christen. Die tanzen mit Masken. Wir hier sind Katholiken. Wir tanzen ohne Masken. Ungefähr 150 Meilen nördlich von Sedona spaltet sich die Erde in den gewaltigen Abgrund des Grand Canyon. Ich hatte einen sehr starken Eindruck von der amerikanischen Landschaft, von der unglaublichen Schönheit der amerikanischen Landschaften und der unglaublichen Vielfältigkeit dieser Landschaften. Bald hinter der Grenze von Arizona nach Utah erlebten wir das steinerne Naturtheater des Bryce Canyon. Max hat nur einmal versucht, diesen unvergesslichen Eindruck in Malerei umzusetzen. Man könnte denken, dass die Geschichte hier zu Ende wäre. Man sollte meinen, dass nichts mehr kommt nach diesen Nächten und Tagen in einer so erfüllten Landschaft, dass wir sagten, hätte Richard Wagner das gesehen, wäre seine Musik noch lauter, als sie schon ist. Kostbar wie Diamanten ist die Erinnerung an eine 11-tägige Wildwasserfahrt auf dem Colorado River. Ein verlorenes Paradies. Und dazu die versteckte, heimliche Gegenwart der Indios, die uns von ihrer Felskante dort oben beäugten. Oder aus Höhlen spähten, beunruhigt. Denn dieses uralte Geisterland gehörte immer noch ihnen und wir waren auch jetzt noch Störenfriede. Als wir mit einigen Tagen Verspätung Lee's Ferry erreichten, wurden wir von Einheimischen, die uns schon verloren glaubten, erleichtert begrüßt. Wir hatten in einem versteckten Seitencanyon Filmdrehen gespielt und unser Filmmaterial wurde im fernen New York durch andere Aufnahmen ergänzt und sorgfältig in Hans Richters avantgardistischen Schachfilm 8x8 eingebaut. Die Möglichkeiten der Bauernumwandlung müssen wohl erwogen werden, denn sie können die Physiognomie des Spiels völlig verändern. The king said, Lady, now what game will you play? Friend, quoth she, at the usual game, to be mated in the corner. And then the king began to study his first move. Ha, 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 ha
Wir fuhren von Los Angeles 500 Meilen nonstop durch Kalifornien ins Max-Ernst-Land, den Oak Creek Canyon von Arizona. Wir wollten ihn für eine Ausstellung meiner neu eröffneten Copley Gallery in Beverly Hills gewinnen. Neben Marcel Duchamp war der aufregendste Name, den wir kannten, derjenige von Max Ernst. Duchamps Telegramm, mit dem er uns bei Max Ernst angekündigt hatte, war im Sedona Country Store, dem einzigen Anschluss zur Außenwelt, miserabel entstellt worden. Max Ernst hatte Duchamp selbst erwartet. Wir sahen es seine Miene an, als wir aus dem Auto stiegen. Trotzdem wurden wir enthusiastisch aufgenommen. Wie Man Ray war auch Max Ernst ein Einsiedler im Exil. Seine Bilder waren nicht gerade sehr zugänglich und seine einzigen Nachbarn waren Cowboys. Der nächste seiner alten Freunde war Man Ray, weit weg in Los Angeles. Bei ihrem letzten Beisammensein hatten sie standesamtlich eine Doppelhochzeit vollzogen. Alle beschrieben dieses Ereignis als einen Heidenspaß. Ansonsten war Max von seinen Gleichgesinnten abgeschnitten. Wir blieben ein paar Tage, aßen, tranken und wetteiferten miteinander, wer den abgehobensten Witz erzählen konnte. Max gewann immer. Aber hatte ja auch noch zwei andere Sprachen für Wortspiele zur Verfügung. Es war sein Hof und wir waren seine Hofnarren. Es gab keine Probleme wegen einer Ausstellung. Wir eskortierten Max von Sedona mit seinem alten Ford und dem Anhänger mit den Bildern. Den Ford gab es schon sehr lange. Er hatte ungefähr stündlich eine Panne. Max stieg dann aus und schaute missbilligend auf den Motor. Er sprang durch seinen Blick immer wieder an. Auf diese Weise ließ er auch Blumen in der Wüste wachsen. Unsere Ausstellung war die erste Retrospektive, die Max je veranstaltete. Sie bestand aus über 300 Arbeiten. Wir hatten sie überall ausgeliehen, wo wir konnten. In Deutschland, Frankreich und England. Wir waren niemals auf den Gedanken gekommen, dass jemand ablehnen könnte. Und komischerweise tat dies auch niemand. Die Rheinische Nacht war da. Triumph der Liebe. Julian Levy hat uns fast alle Gemälde geliehen, die er besaß. Jolas und Pierre Matisse liehen. Walter Arensberg ebenso. Roland Penrose in London gab uns alles, was er hatte. Marie-Laure, die Vicomtesse de Noailles, lieh ihre zwei großen Vogeldenkmäler. Eine Ausstellung innerhalb der Ausstellung, eine Art Registerarie des Künstlers, war das großformatige Bild Vox Angelica, Engelstimme. Eine Arche Noahs aus Fächern gezimmert und in die Kästen dieser Arche, dieses Containers, verlud Max Ernst damals einen Teil seiner Welt und seiner Weltanschauungen. Alle Themen des Künstlers sind hier versammelt und auch alle Techniken und Stimmungen, die sein Werk auszeichnen. In Zwischenräumen erscheinen geisterhaft der Eiffelturm und das Empire State Building. Berücksichtigt man die verschiedenen Trennungen, die alle mit dem Winkelmaß gezogen sind, kommt man auf 52 Kompartimente und 52 Jahre alt war damals Max Ernst. Er malte dieses Bild in einer winzigen Hütte, dem billigsten Platz, den er, wie er erzählte, in Sedona, in Arizona ausmachen konnte. Auffällig in diesem Bild ist der Rhythmuswechsel, der eine Balance schafft, und zwar aus kurzen, kleinen Bildern und langen, großen Bildern, die wie Fermaten wirken. Und dieses musikalische Element in diesem Bild, diesen Rhythmuswechsel, den entdeckte als erster ein Musiker, und zwar Stravinsky. Igor Stravinsky sah dieses Bild auf unserer Ausstellung in Beverly Hills und schrieb begeistert an Max Ernst einen Brief, den er mit der Anrede begann, Dearest Max Ernst, Dearest Max. Und er zeichnete dieses Max nach, das wir im Vox Angelica Bild sehen. Eine surrealistische Selbstdarstellung des Malers. Traum und Revolution.
you open your eyes and you look to the outside world. You can see another way. You close your eyes and you look into your inner world. Man kann mit offenen Augen die äußere Welt betrachten oder man sieht mit geschlossenen Augen seine innere Welt. One eye closed and you look inside and this is the inner eye. With the other eye you have it fixed on reality, what is going on around in the world. Ich glaube, es ist das Beste, mit einem geschlossenen Auge in das Innere zu schauen, das ist das innere Auge, und mit dem anderen Auge die äußere Welt zu fixieren. Wenn man diese beiden Welten zusammenbringen kann, kommt man zu einer Synthese von subjektivem und objektivem Leben. Für die Einladungskarten verwendeten wir ein außergewöhnliches Foto von Frederick Summer, der Max doppelt gegen die Atelierwand belichtet hatte. Wir stellten auch sämtliche Originale von Une Semaine de Bonté aus, eine Woche der Güte, aber eigentlich heißt das eine Woche, wo alles billiger ist. Das sind 7 fantastische Geschichten, die er als Bildroman ohne Worte 1934 herausgebracht hatte. Für diese Collagen hatte Max Ausschnitte aus Illustrationen von Kitschromanen des 19. Jahrhunderts verwendet. Die Ausstellung war vom praktischen finanziellen Gesichtspunkt aus gesehen das größte Desaster von allen. Es schneite in Beverly Hills an dem Tag, als wir die Max-Ernst-Ausstellung eröffneten. Nie vorher hat es in Beverly Hills geschneit. Und ich bin sicher, nie wieder wird es dort schneien. Das damalige Lieblingsbild von Max Ernst war Day and Night, Tag und Nacht, das er ein Vergnügen an der Malerei nannte. Den Herzschlägen der Erde lauschen, sich der Angst hingeben, die Kometen und das Unbewusste im Menschen hervorrufen, die Sonne nach Lust und Laune ausschalten, die Scheinwerfer der nächtlichen Gedanken einschalten, die Grausamkeit der eigenen Augen genießen, beim sanften Schimmer des Blitzes sehen, die Majestät der Bäume, die Glühwürmchen herbeibeschwören. Nach einem Aufenthalt in der Wüste von Nevada beginnt Max Ernst eine Serie von winzigen, briefmarkengroßen Landschaftsbildern, die er Mikroben nennt. Er freut sich demnächst, zu einer Ausstellung fahren zu können, zu der er seine Werke in einer Streichholzschachtel verpackt, in der Hosentasche mitbringen kann. Sieben Jahre später erscheint in Paris das Büchlein 7 Mikroben durch ein Temperament gesehen, mit eigenen Gedichten von Max Ernst. Mit bloßem Auge betrachtet ist dieser Fels zweimal jünger als sein Alter. Für deine schönen, nackten Augen schmückt er sich mit Federn aus Blei und einem verschwiegenen, täglich neuen Himmel. Durch ein Temperament betrachtet beginnt er zu glühen, färbt sich purpurrot, heult, schreit und brüllt in die Stille des Raumes. Wie eine wütende Pyramide, die zweimal in 100 Jahren lacht, die mit weißem, wolkigem Gelächter lacht. Dann zerplatzt ihr grundloses Lachen, wie ein schreckliches Liebeslied zwischen zwei Betten aus Eis. Für den Sommer 1952 akzeptiert Max Ernst eine Einladung der Hawaii-Universität in Honolulu. Vor etwa 150 Studenten aus vielen Ländern hält er 30 improvisierte Vorträge zum Thema »Der Einfluss der sogenannten primitiven Kunst auf die Kunst unserer Zeit«. In einer Ausstellung zeigt er dort verschiedene Vulkanbilder. Während der Ausstellung erlebt Hawaii tatsächlich starke Vulkanausbrüche. Max Ernst schreibt an deiner Schwester Loni nach Berlin. Es war ein recht angenehmer Sommer, voll von entmenschter Pflanzenwelt und speienden Vulkanen. Nur alles zu sanft, selbst der Vulkan. Man kann am Kraterrand stehen und zusehen, wie er freundlichst spuckt und wie die weißen Paradiesvögel mit den Feuerfontänen spielen.
als der Friede da war und ich amerikanischer Bürger geworden war, kam mir die Lust an, Europa wiederzusehen. Ich hatte da früher schon mal ein Bild gemalt, Europa nach dem Regen, und wollte herausfinden, ob dieses Bild mit dem, was ich da wieder finden würde, übereinstimme. Und tatsächlich war das Bild nicht so ganz unecht. Wir fuhren also nach Europa zurück. Von neuem Schwierigkeiten, denn in Paris war ich einfach vergessen. Niemand erinnerte sich an mich, außer den paar Freunden, Zara, Breton, Éluard. Aber über eine Möglichkeit, da irgendwie sich durchzubringen oder sie selbst eine Wurst für jeden Tag zu finden oder einen Brathuhn, das war einfach ausgeschlossen. Auch hatte ich kein Atelier. Glücklicherweise hat mir ein Freund, den ich schon in Arizona kennengelernt hatte, ein junger Maler namens William Copley, sein Atelier, das er in Paris verlassen hatte, weil er wieder nach Amerika zurück musste, er hatte mir das zur Verfügung gestellt, das war in der Impasse Ronsin, in derselben Gasse, wo gegenüber mir Brancusi lebte, mit dem ich dann einige ziemlich schwierige Auseinandersetzungen hatte, die alle zu erzählen mir hier die Zeit fehlt. Dann kam eine bessere Überraschung im Jahr 1954, glaube ich, war es ja. Damals war ich 63 Jahre alt. Ich bekam den sogenannten Großen Preis von Venedig. Und anscheinend hat mir dieser Preis viel Ruhm und auch viel Ärger eingebracht. 1955, ein Jahr später, lässt er sich mit Dorothea Tanning in Wim bei Chinon in der Touraine nieder. Dort, wo Indre und Loire zusammenfließen. Diese Gegend nennt man den Garten Frankreichs. In Paris entdeckt Max Ernst bei Abbrucharbeiten eines reich verzierten Hauses der Gründerjahre großformatige Reliefarbeiten, die als nicht zeitgemäßer Kitsch des vorigen Jahrhunderts vernichtet werden sollen. Max Ernst lässt sich die üppigen Skulpturen auf sein Grundstück in die Touraine bringen und setzt sie als Versatzstücke in seine Gartenmauer ein. Eine amüsante, steingewordene Reminiszenz an seine frühen Collagenromane Femme sans tête und Une semaine de bonté. Wie viel Farben hat die Hand? Der Maler malt den Abend, er malt die gute Nacht, malt ungereimte Fragen und bläst den Dolch mit Macht. Eins, zwei, drei, er steckt die Hand ins Schlüsselloch und rupft die hilflosen Federn des Lichts. Der Maler malt den halben Tag, er malt die ganze Nacht, er malt den Prinz Elisabeth und bläst das Beil mit Macht. Immer wieder beschäftigt sich Max Ernst mit seinen Collagen, die André Breton einmal Visitenkarten eines Zauberers genannt hat. Anfang der 60er Jahre erarbeitet er zum Beispiel eine Reihe von Materialcollagen mit hölzernen Gittern. Käfige, aus denen die Vögel anscheinend ausgeflogen sind.
Die Idee des Käfigs hat mich immer fasziniert. Denn das Leben, das wir führen, spielt sich gewissermaßen in einem Käfig ab. Und wir sehnen uns im Grunde immer danach, aus diesem Käfig herauszukommen. Wenn ich mit meiner Malerei in eine Sackgasse komme, was immer wieder passiert, so bleibt mir die Skulptur als Ausweg übrig. Denn Skulptur ist noch mehr ein Spiel als Malerei. Bei der Skulptur spielen beide Hände eine Rolle, wie bei der Liebe. Es ist also, als ob ich etwa Ferien nehme, um nachher wieder zur Malerei zurückzukommen. Pour cet usage, j'ai aussi employé les objets qu'on jette, le sceptre que le Capricorne tient. C'était des bouteilles de lait. Für meine Plastiken habe ich auch Sachen benutzt, die man eigentlich wegwirft. Das Zepter, das der Steinbock in der Hand hält, das waren mal Milchflaschen. Andere Teile stammen von ausgedienten Lastwagen, die zu nichts mehr tauglich waren. Et justement, je dis, n'est-ce pas qu'il faut faire le fantastique avec le banal. Ich habe immer gesagt, man muss das Fantastische mit dem Banalen machen. Juste les formes pour que ça s'adapte à la fonte en bronze. C'est en bronze. La réaction des journaux était à peu près ceci. Une erreur monumentale. Als ich die Plastik Capricorn in Bronze gießen ließ und in Paris ausstellte, schrieben die Zeitungen ein monumentaler Irrtum. Ein Maler mag wissen, was er nicht will. Doch wehe, wenn er wissen will, was er will. Ein Maler ist verloren, wenn er sich findet. Dass es ihm geglückt ist, sich nicht zu finden, betrachtet Max Ernst als sein einziges Verdienst. Ein Peintre, der sich gefunden hat, ist verloren.